Der Rest von Kommando 141 hat das ACS reingebracht, Alan. Zwei Mann haben meine gesamte Basis erledigt. Von ihnen erwarte ich noch mehr. Gestern waren sie Soldat an der Front, aber heute sind Fronten Geschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt vor nichts zurück. Wirklich vor gar nichts. Er ist keiner Flagge gegenüber loyal, keinem Land, keinem Ideal. Er tauscht Blut gegen Geld. Ihr neuer bester Freund. Der Preis dafür war hoch, dass Sie neben ihm stehen. Aber agieren Sie trotzdem besonnen. Sie müssen die unschuldigen Zivilisten schützen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare. Ja, mit der kontroversesten Mission dieses Spiels. Und 2009 ein echter Aufreger. No Russian, kein Russisch. Wie gesagt, das ist die geschnittene Version. Leute, es ist ein Videospiel, ne? Denkt dran. Wir können und wir werden auch nicht mitmachen. Okay. Ja, solange die hier so ein bisschen rumballern, könnte man ja mal gucken, ob man noch, Aufklärungsdateien findet. Was ich eher nicht so glaube. Aber hey, ist mir egal. Vielleicht da hinten. Leute, es tut mir leid, ich bin Polizei, deshalb mache ich nicht mit. Ich bin under the cover. Under the cover. Yeah, eine Bar mit frischem Obst. Da steht einfach eine Apfelschale an der... Oh Mann. So, wollen wir hier in einem Bücherladen nochmal gucken? The Night of Rain. Chinchillin while floating. Clone yourself, ernsthaft. Book of Cat Lovers. Mhm. So, was haben wir auf dieser Seite Schönes? The Wilds of Pain war schon auf der anderen Seite. Montenegro. Motto C in Montenegro, alles klar. So. Gott, warum bin ich so langsam? Oh. Ja, ja. Was haben wir da? Einfach nur ein leeres Formular. Ein komplett leeres Formular. Las Vegas. Um 10 Uhr. Gibt's WLAN? Das ist schön. Gibt's hier auch eine Uhr? Nee, ne? Mhm. Schick, schick, schick. Oh, Burger Town. Ja, das ist mein Laden. Ich hätte gerne ein... ich kann das alles nicht lesen. Gut. Dann wird sich halt etwas auf dem Nachhauseweg geholt. Auch nicht schlimm. So. Oh. Gehen wir.
Ist das alles Panzerglas? Ist das normal im Flughäfen? Ich weiß es nicht. Ach komm schon. Ich wollte so gerne nach Paris. Oder Basel oder Hongkong. Oh. Hm. Naja, passt zur aktuellen Lage, ne? Ist ja auch fast alles an Flügen gestrichen. Die kommen gerade. Waffen und Munition überprüfen. Ich habe lange darauf gewartet. Das haben wir auch. Ach, komm schon. Leute, würdet ihr vielleicht mal... Ich kann keine Türen öffnen. Hätte man ja auch mal wieder einbauen können, ne? Hier lang, los! Los! Au! Ich kann immer noch nicht... Oh, das ist so... nervig, Alter. Следить за вторым терминалом. Террористы могут пройти через подземный туннель. Прием. Ich nicht. Ich bleib lieber hier. So. Wo bin ich? Oh. Alter. Was? Was mach ich denn hier? Irgendwo was hart gepanzert ist? Ich glaube eher weniger, ne? Wo kommt der denn her? Leute! Entschuldigung. So, das war's. Ich hoffe. Schönes Deutsch. Ich hoffe, es kommt nichts mehr. Haben wir hier noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Ja, gut. Wollen wir mal gucken, wo Scheffel hin will. Aber lass mich doch mal. Feuer einstellen! Hä? Ja, okay, aber. Komm rein! Ja, ja. Danke, war eine klare Botschaft, Makarov. Das war keine Botschaft. Trau ihm nicht. Das ist keine Botschaft. Nein, das ist Mord. Der Amerikaner dachte, er könnte uns täuschen. Wenn sie die Leiche finden, wird Russland Krieg verlangen. Ist ja super gelaufen. Ich bin wahnsinnig begeistert. Toll. Oh Mann. Okay. Weiter geht's. Die Russen werden es nicht unbeantwortet lassen. Das wird unschön. Allerdings. Aber in den Augen der Welt sind sie die Opfer. Niemanden wird es stören, wenn die Russen auf Amerikaner einschlagen.
Makarov war einen Zug voraus. Jetzt hat er Tausende von Leichen zu Füßen eines Amerikaners hinterlassen. Nur wir wissen, dass es Makarov war. Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Wir brauchen Beweise. Folgen Sie der Kugel. Rio, ich hasse diese Alejandro Mission. Rojas. Nie von ihm gehört, Sir. Sie kennen ihn als Alex der Rote. Er hat alles vorbereitet. Eine Kugel löst den Zorn einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Er ist unser Ticket zu Makarov. Ghost, die Kennzeichen stimmen. Verstanden. Irgendwas von Rojas rechter Hand. Negativ. Sie haben schon zweimal angehalten. Kein Zeichen von ihm. Sie halten schon wieder an. Sekunde. Er fällt überhaupt nicht auf. Positive ID. Diese Kerle scheinen nicht froh zu sein, ihn zu sehen. Ghost, wir haben hier ein Problem. Oh, er anscheinend auch nicht. Runter! Runter! Oh. Er haut ab! Rose, na los! Na los! Ey, ich sollte doch runter. Ghost, unser Fahrer ist tot. Wir sind zu Fuß. Entweder oder. Verstanden, bin auf dem Weg. Jo! Bin direkt hinter dir. Glaube ich. Er ist in die Gasse. Oh! Vorsichtig schießen! Wir brauchen ihn lebendig! Okay. Ich werde vorsichtig schießen. Zielen Sie auf sein Bein! Er ist getroffen. Das ging ja einfach. Oh, Bunsenbrenner. Das wird einige Zeit dauern, Roach. Gehen Sie mit Meat und Royce durchs Elendsviertel und suchen Sie nach Rojas. Er ist dort rein. Los jetzt. Uiuiui. Okay. Achtung, es sind Zivilisten im Elendsviertel. Platzierte Schüsse setzen und vorsichtig vorgehen. Klar. Kann man die nicht verscheuchen? Die gucken, man musste doch... Sie die Zivilisten raus. Roger. Ah, läuft. Läuft. Ich hasse, ich bin so oft in dieser Mission gestorben, ne? Weil die einfach von überall kommen. Ach, die lag da unten. Diese Mission. Einfach nur ekelhaft. Eins, zwei, das sind glaube ich drei. Ist er fertig? Nee, ist er nicht. Weg da. Ich muss eure Leben retten. Ey, ich wusste... Wo ist denn jetzt, wo sind denn unsere Jungs hin? Naja, auf Fässer. Lagebericht, over. Überall Milizkämpfer, aber kein Zeichen vom Fahrrad. Over. Verstanden. Weiter suchen und Bescheid geben, wenn Sie ihn sehen. Ende. Ja. Schön, bin ich jetzt wieder alleine hier? Oh, ich bin getroffen! Ah!
Alter. Klar. Zieh mit einem Raketenwerfer in der Gasse rum. Scheiße, ey. So. Wollt ihr mich verarschen? Alter. Ich finde das gerade mega uncool. Das ist so übertrieben, wie man hier überlaufen wird, ne? Schon überrannt. Das ist doch nicht normal. So, da. Shotgun, ich weiß nicht. Kommen wir damit klar? Ist klar. Komm. Roach, wir wissen, wo Rojas ist. Er ist nach Westen unterwegs, entlang der oberen Elendsviertel-Ebenen. Wir sorgen dafür, dass er nicht zu uns zurückkommt. Schneiden Sie ihm oben den Weg ab. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Sie müssen das selbst regeln. Viel Glück. Ende. Okay. Was zur? Oh nein. Die waren nur zur Abschreckung. Okay, von hinten kommt keiner mehr. Ich hab's nicht so gerne, wenn ich von hinten überrascht. Also, unglaublich. Stand der da hinten, ne? Nee, hä? Ich hab keinen Bock, hier jetzt wieder in irgendwas reinzulaufen. Wo? Es tut mir echt leid, aber anders kriegt man die Hunde hier nicht aus dem Weg. Das ist Feindgebiet, Roach. Die kennen sich genau aus. Achten Sie auf Hinterhalt und gehen Sie vorsichtig vor. Ich merke, dass die sich wohl auskennen. Hm. Okay. Roach, wir sind unter starkem Beschuss von der Miliz. Aber ich verfolge Rojas immer noch. Er geht in ein Gebäude. Sehen Sie ihn, Ghost? Bestätigt. Er klettert auf ein Dach und trägt einen schwarzen Sack. Lass ihn aufhalten. Alles klar, er trägt einen schwarzen Sack. Warum? Oh, ja gut, ich habe ihn durch die Füße erschossen. Vielleicht, Weiter! Rojas fährt sich immer noch hier, Seite des Elendsviertels! Von wo? Roach, lassen Sie sich nicht so lange von der Miliz aufhalten! Blendgranaten einsetzen! Ich habe ihn wieder verloren! Ghost, reden Sie mit mir! Ich bin an ihm dran! Er versucht, durch die unteren Gassen umzukehren! Verstanden! Bleiben Sie dran! Ich geb jetzt echt mein Bestes, aber ich finde es extrem anstrengend, dass man hier dauernd so krass überlaufen wird, ey. Lecco mio. Nein. Sehen, wie Rojas über die Dächer rechts von mir läuft. Roach, ich habe Rojas
Oh, Alter. Ich darf ihn schießen. Wir brauchen ihn lebend und unverletzt. Alles klar, ich geh wieder unten her. Was war das denn jetzt, ey? Wieder Raketenwerfer irgendwo? Das ist eine Blume. Okay. Gibt's doch gar nicht, ey. Oh, Leute, ich sehe gerade. Ich würde sagen, wir machen... Nein, weißt du was? Das machen wir jetzt noch. Machen wir nicht, das könnte noch ein bisschen dauern. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die... Fuck. Unterstützung. Und... Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.